Yo, Leute, was geht ab? Armin wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen GTA 5 RP-Folge, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Und die Glocke aktivieren. Geheimtipp von mir. Leute, wir sind wieder mal im Haus, ja. Heute wird mal ein bisschen chillaxed. Ich habe heute gut Geld, will ich heute ausgeben. Also habe ich mir gedacht, komm, wir gehen mal ein bisschen in die Stadt. Geben Geld aus, kaufen uns ein paar neue Klamotten, Leute. Wisst ihr, ne? Der Drip muss wiederkommen. Da kennen wir doch gar nichts. Ja, was macht der denn da? Hallo? Oh, sofort Hände hoch, sofort Hände hoch. Was ist los? Warum, hä? Sie heben jetzt sofort ihre Hände hoch. Ja, Hände sind oben. Was ist los? Hey, was habe ich denn gemacht? Sehr gut, sehr gut. Ja, Sie wissen genau, was Sie gemacht haben. Haben. Nein, Leute, haben die mich jetzt in den Autorennen dran gekriegt. Ja, was habe ich denn gemacht, hä? Oh, ihre Strafakte ist ziemlich dick. So, wir haben da sämtliche Überfälle in den letzten Monaten auf bestimmte YouTuber. Nein. Ich sage nur Stichpunkt iCrimex. So, dann wir haben Teilnahme an illegale Straßenrennen. Nicht das. Und Beteiligung an Mafia-Geschäfte mit einer gewissen Tour. Und das nur ein was mir aus dem Stegreif einfällt. So, sie kommen jetzt mit. Digga, hä, warum kommt die jetzt erst an? Ich würde ihnen raten, sich einen Anwalt zu holen. Jetzt kommst du einfach in den Knast rein, oder was? Was ist mit Gerichtsverhandlung? Handelt sich hierbei um einen Eilprozess. So, sie kommen zuerst in Gefängnis und dann vielleicht in ein bis zwei Jahre sie kriegen ihren Prozess. Leute, ich hätte noch fliegen können, ich hätte irgendwas angehen. Nein, was mache ich jetzt? Ich habe aber einen Anruf frei im Knast, oder? Ein Anruf. Okay, Leute, wir müssen uns überlegen, wen rufen wir an. Ich glaube, ich muss einfach mal Twan oder so anrufen und mal gucken, ob wir rauskommen. Aber der bringt mich erstmal in den Knast, Leute. Wir sehen uns gleich im Knast. Oh mein Gott, was passiert? Okay, Leute, wir sind jetzt im Knast angekommen. Ich bin mal gespannt, ob du mich da reinsteckst. Leute, wie soll ich jetzt im Knast? Da sind voll viele Gangster und sonstiges. Da kann ich echt nicht irgendwas machen oder so, dass ich jetzt nicht da reinkomme. Du willst mich wohl verarschen, hä? Ja, ist ja okay. Habe ich dir erlaubt, reinzulaufen? Ja, was soll ich denn machen? Oh! Oh, der kommt nicht einfach. Fort San Kuro Gefängnis. Oh, so. Ja, okay. Sie hören jetzt hier auf die Wert. Ey, habe ich gesagt, reingehen? Nein, ich bin nicht reingegangen. So, solange ich mit dir rede, guckst du mich an. Hast du mich verstanden? Ja, ist okay. Aua. Oh, so. Trottel. Ah. Wenn ich dir sage, spring, du fragst, wie hoch. Verstanden? Hm. Was will der von mir, Leute? Egal, ich sag dir, verstanden. Ja, habe ich verstanden. Den werde ich mir so hops nehmen. Ja, ist ja okay. So, wir ziehen jetzt hier andere Seiten auf. Ja, ich weiß, wie das Ganze abläuft. Ich gehe mich umziehen, bla, bla, bla. So, wollen Sie mich noch hier verhören oder was in dem Raum? Oder was wollen Sie mit mir hier alleine? Kein Verhör. Wir haben bereits Ihre Strafe. Ja, was wollen Sie dann noch von mir? Sie bleiben hier. Wir nehmen jetzt nur noch Ihre Fingerabdrücke. Oh, Fingerabdrücke. Ja, bitteschön. Wir brauchen. Ey, Leute, das ist so ekelhaft. Ich bin nicht in Knast. So. Ich bin nicht in Knast. Ja, auf okay, was soll ich warten? Bestes Wetter. Unterschrift. Ja, hier, komm. Zack, zack, zack. Und hier eine Unterschrift, dass sie damit einverstanden sind, alle Menschenrechte aufzugeben für die nächsten 3 Jahre, wo sie hier. Was? Einsetzen. Warum Menschenrechte? Ja, komm hier. Ist okay. Stellst du hier die Fragen oder stelle ich die Fragen? Ja, ist ja okay. So, gut, weiter. Jetzt ziehst du deine neue Kleidung an. Du hast noch nie Liebe von deiner Mutter bekommen, hä? So wie du aggressiv wie du drauf bist. Nix, ich hab nichts gesagt. Was war gut. Das gerade mit meiner Mutter? Ist okay. Oh, voll auf den Rücken, Alter. Das gibt blaue Flecken. Hast du gerade gesagt, meine Mutter kann nicht kochen? Nein, deine Mutter kann super kochen. Meine Mutter kann nicht kochen. Ah, ist okay. Deine Mutter kann super kochen. Die beste Köchin. Ich liebe ihr Essen. Ey, was, du liebst meine Mutter? Ne? Nein. Ist okay. Du hast noch nie den kolumbianischen Chicken von meiner Mutter probiert. Ja, Entschuldigung. Nein, lass mich. Ich zieh mich um, ja? Zieh dich um, du Stück Schmüll. Ey, wirklich. Ey, Leute, ich werde mich jetzt mal umziehen gehen, Digga. Den werde ich mich rächen. 100%. Den hau ich jetzt mal auf die Glocken. Okay, Leute, ich habe mich umgezogen. Aber was dauert denn hier so lange? Kennst du schon eine neue Pepper-Spray? Nein. Ja, ist okay. Beruhig dich. Ich mach doch gar nichts. Ah, Digga. Scheiße. So, ich nehme jetzt deine persönlichen Gegenstände. Ja, ist okay. Hier einmal meine Waffe. Hier nochmal meine Waffe. Hier meine Waffe. Hier meine Waffe. Hier meine Waffe. Hier meine Waffe. Und hier meine Granaten. Okay. Ist da noch... Ich hoffe, du verstehst das nicht falsch, aber ich muss mich persönlich davon überzeugen, dass sie nichts mehr dabei haben. Ist okay. Okay. Ey, da kitzelt. Hör auf. Ey. Da drin werden dich noch ganz andere Sachen erwarten. Ja, da drin werde ich jeden erstmal auf die Fresse hauen, der jetzt drauf kommt. Was? Ich werde jeden K.O. hauen, der mir auf die Nerven geht. Ah, okay, sie sind also gewaltbereit. Das werde ich direkt dem Richter erzählen. Ja, dem Richter erzählen. Dann erzähle ich dem Richter, was sie alles machen. Ich bin ein Bundesagent. Du bist höchstens Strafzettel zuständig. Wie ist deine Dienstnummer, wie ist dein Name? Mein Name? Ja. Mein Name ist Officer Small Spur. Small Spur, alles klar, Small Spur. Wir werden uns irgendwann mal wiedersehen. Vertrau mir. Kannst du aufhören, auf die Nerven zu gehen oder brauche ich dich noch? Nein, so, du hast jetzt Freigang. Aber warte noch. Was denn? Gib
dir, ich mag dich zwar nicht besonders, mein Junge, aber ich gebe dir einen Tipp mit. Hier in Gefängnis laufen die ticken die Uhren etwas anders, wenn du verstehst, wie ich meine. So. Kannst dich entscheiden, zu welcher Gang du gehören willst in Zukunft. Ich gehöre zu gar keiner Gang, ich bin Einzelgänger. Ja, dein Problem ist, du musst zu einer Gang gehören. Wenn du keine Gang bist, alle Gang machen dich kaputt. Ja, ja, sollen sie alle kommen, ich werde die alle kaputt hauen, da habe ich gar kein Problem mehr. Lass mich nicht von irgendwelchen Leuten hier irgendwie drohen, Gang, Mang, Cheng. Die wissen gar nicht, wer ich bin, halt. Ich habe mit Superhelden gekämpft, ich habe mit Twan, mit YouTubern, glaubt ihr, ein paar Straßengangs hier machen mir Ärger oder was? Oh, wer ist das denn hier? Hallo? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Was los? Bist du alleine oder bist du auch so ein Gang-Member? Na, ich bin lieber für mich alleine. Für dich alleine, alles klar. Ja, gut. Digga, ich schau mich ein bisschen um, scheint es korrekt zu sein. Man sieht sich. Okay, Leute, der erste, guck mal, der ist gar nicht so unfreundlich gewesen, hä? Gang-Mang, oha, das sind einige. Hey, Weißbrot. Was? Ja, genau du. Was willst du? Neuling, wer bist du? Hat ein Messer dabei. Was geht? Ich bin Amir, wer bist du? Ich? Ja. Mein Name ist Jamal. Ja, Jamal, wie kann ich dir weiterhelfen? Was willst du mit dem Messer da? Ja, du bist hier der Neuling. Ja. Du weißt, was das bedeutet. Der Neuling gibt immer den Boss und das bin ich hier. Sein ganzes Geld. Mein ganzes Geld. Ja, klar, kannst du. Ey, ist kein Problem, kriegst du. Ja, hier, ja, klar, wie viel willst du haben? Alles? 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 Ja, alles. Hier! Ja! Hä? Mein Geld willst du haben? Mein Geld! Nicht mit mir. Mal ehrlich, das war übertrieben gut, sag ich dir ehrlich. Das war nicht für ein Irgendwo. Ich glaube, du hast ein paar Kollegen von ihnen gerade ein bisschen, Die wollen kämpfen, also? Gemacht. Scheiße, das sind echt viele, ne? Aber so, eigentlich mach sowas nicht, aber wenn du willst, ich bin bei dir. Ja, hast du vielleicht einen Schlagring oder so? Ja. Mehr hab ich auch nicht. Boah, okay, dann komm. Let's go, ihr wollt kämpfen, let's go! Bam! 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 Boah! Boah! Der erste ist weg, ich helf dir! So, kommt her! Fuck, Leute, ich muss hier irgendwas finden, was ich benutzen kann. Da ist was. Wir haben hier einen Gefängnisaufstand. Oh. Gefängnisaufstand in Block 3. Gefängnisaufstand in Block 3. Nein. Nicht mit mir! Alle auf den Boden! Nix da! Alle auf den Boden, sonst werden Gummigeschosse eingesetzt. So, hey, wer will noch was? Okay. Nein, ist okay, ich bin auf dem Boden, ist gut. Was wollen Sie? Was ich möchte, dass ich hier einen Gefängnisaufstand. Nichts Gefängnisaufstand. Wir haben ein bisschen diskutiert, wir haben Sport. Wir haben noch ein bisschen Sport gemacht. Mit mir, widersprich mir nicht. So, Häftling C320, aufstehen. So, Sie kommen jetzt in Einzelhaft. Wie Einzelhaft? Ach, Digga. Merkt euch, mit Ami legt euch nicht an. Ich bin nicht eure Tanzfee hier im Knast. Lass mich von irgendwelchen Leuten hier doof anmachen. Aber ich muss echt sagen, dieser eine Typ, der mir geholfen hat, übelst korrekt, Alter, dass der mir da einfach so hilft mit der Schlägerei und so. Nicht so, dass ich alle irgendwie dagegen eingekämpft hätte. Das waren echt viele. Ich hätte echt auch echt böse enden können. Aber geiler Typ auf jeden Fall, Leute. Müssen wir mal erfahren, wer das ist und warum er auch mir hilft. Das ist ja auch komisch. Ja, müssen jetzt erstmal in Haft reingehen. Häftling Amir, bitte ins Sheriff-Büro. Oh nein. Du Stück Scheiße, hast Glück. Ich wollte dich gerade in Isolationshaft stecken. Aber du verdammter Penner, warte ab. Du hast Glück, dass der Gefängnisdirektor irgendwie Interesse hat, aus irgendwelchen Gründen. Glaub mir, mein Freund. Hä? Ja, hier drin hast du noch deine Schutzsachen, ne? Aber wenn wir uns noch draußen begegnen sollten. Ich habe draußen auch ein paar Freunde. Nein, das war ein Wiedersehenversprechen. Komm mit. Ich werde herausfinden, wer du bist. Vertrau mir. Aus irgendwelchen Gründen möchte der Gefängnisdirektor dich sehen. Komm jetzt hier lang. Ja, Direktor, hin. Mitkommen. Ja. Hey, was los? Hör mir zu. Warte. Du läufst jetzt da vorne, hier geradeaus, am Ende des Gangs in den Raum rennen. Das ist das Büro von dem Gefängnisdirektor. Ich werde direkt davor warten. Wenn du nur eine Scheiße abziehst, werde ich dich windelweich bringen. Ja, ist okay. Okay, dann geh. Hey, Digga, was will der Typ jetzt von mir? Also, hallo, schönen guten Tag. Amir. Ja, ganz genau. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Amir, ich muss ehrlich sagen, es war schon eine sehr, sehr lange Zeit her, dass ein Häftling so mein Interesse geweckt hat, wie Sie. Wie habe ich denn Ihr Interesse bitte weg? Schauen Sie mal. Ich weiß nicht genau, was Sie verbrochen haben, dass Sie hier drin gelandet sind, aber ein Mann mit Ihren Talenten sollte nicht 3 Jahre seiner besten Lebenszeit hier drin absetzen. Ich weiß, Sie haben auch schon der Stadt große Dienste geleistet. Unter uns, ich weiß auch in Ihrem Zweitleben als Flechmir. Ich weiß, dass Sie Flechmir sind. Woher wollen Sie das wissen? Scheiße, Leute. Hey, alles gut. Das ist direkt vom Militär, kommt diese Information. Hören Sie zu. Sie haben ein bisschen Scheiße am Stecken und deswegen sind Sie hier gelandet. Aber erweisen Sie der Stadt gute Dienste und Sie kommen hier wieder frei. Ja, und wie kann ich der Stadt von hier aus gute Dienste erweisen? Ich habe eine Art Präzedenzfall geschafft. Sie bekommen eine Fußfessel und Ihre Haftzeit wird auf lediglich 5 Monate reduziert. Aber in diesen 5 Monaten müssen Sie mit der Fußfessel in der Stadt Los Santos helfen, gute Dienste leisten. Sie dürfen nicht in Ihren Radius verlassen. Sie haben die Wahl. Erledigen Sie den Job, tun Sie Gutes oder sitzen Sie hier 3 Jahre Ihrer Lebenszeit ab. Und was
Was erwarten Sie von mir? Soll ich jetzt irgendwie auf gut Glück irgendwas finden oder so? Oder verstehe ich jetzt nicht? Nein, nein, nein. Wir werden Sie schon kontaktieren, wenn es wieder ein Problem gibt. Und halten Sie bis dahin die Füße still. Keine Straßenrennen, keine illegalen Aktivitäten. Seien Sie einfach der Held, der Sie eigentlich sind. Wie, keine Straßenrennen mehr? Ich bin darauf angewiesen. Ich bin Autorennfahrer. Was soll ich nur machen mit Ihnen? Ach, Leute, was soll ich machen? Sie können Ihr Leben wegwerfen oder Sie können für das Gute kämpfen. Darf ich einmal telefonieren? Führen Sie Ihre Telefonate, wie Sie möchten. Alles klar, danke. Leute, kommt er mit dem Angebot oder so? Ey, die wissen, dass ich schlecht bin und trotzdem tun die mich in den Knast. Alles klar, Leute. Wartet mal, ich ruf mal ganz kurz Twan an. Hey, Twan, Amis, ja, Amis, ich hab nur einen Anruf. Ich bin im Knast, Digga. Keine Ahnung warum. Die haben mich einfach festgenommen, wegen irgendwie, weil ich mit dir zu tun habe, weil ich Straßenrennen mit Max und alles Mögliche. Ja, und jetzt? Was soll ich machen, hä? Ja, kannst du mich vielleicht irgendwie hier rausholen oder so? Der bietet mir irgendwas an mit Fußfesseln, aber dann kann ich auf niemanden mehr arbeiten. Fußfessel ist scheiße. Nee, die macht nichts. Pass auf, Amir, es gibt einen Typen, ne, der hat mir zurück. Guter Junge von mir, kenn ihn lange, hä? Geh hin, back für den ein, zwei Sacken und der hilft ihn dir raus. Gar kein Problem. Mag nicht mit Star zusammenarbeiten, auf gar keinen Fall. Ja, okay, mach ich nicht. Alles klar, perfekt. Danke dir, Twan, ja? Ich muss auflegen. Okay, tschüss. So, Ihre Zeit ist abgelaufen. Wie ist Ihre Entscheidung? Also auf jeden Fall, die Fußfessel, ne? Ja. Die können sich in den Hintern reinschieben. Gut, ich gehe wieder auf den Hof. Leute, Amir, ich werde Ihnen die nächsten 3 Jahre hier zur Hölle machen. Ja, das werden wir dann auch sehen, ne? Es wird kein Zuckerschlecken. Nicht, dass Ihnen auch was passiert, wenn Sie mal außer Dienst gehen. Hey Leute, was für ein Trottel. Egal, Leute, ich muss unbedingt diesen Typen finden. Ich glaube, das ist der Typ, mit dem ich auch eben Kontakt hatte. Ich muss wissen, wer das ist. Oh ja, ich glaube, das ist der. Hey, du! Ciao, Wallert. Schon mal ganz kurz. Sag mal, sagt der Name Twan dir was? Ja, Twan, den kenne ich, ja. Hey, oh, pass auf, ich habe gerade mit dem telefoniert, ja? Weil die Leute hier, die wollten mir Fußfessel geben, damit ich zum 31er werde und Leute verrate. Habe ich abgelehnt. Aber ich muss hier irgendwie rauskommen, Digga. Ich muss hier unbedingt rauskommen. Man meinte irgendwie, wenn ich hier einen Gefallen tue, kannst du mir auch einen Gefallen tun? Das ist richtig. Pass auf, Digga, ich brauche zum Ausbrechen schon eine Knarre, Alter. Besorg ich dir, ist kein Problem. Okay. Dafür musst du mir aber einen Schlüssel besorgen. Einen Schlüssel? Ja, von dem Gefängniswärter, der ganz oben ist, der Direktor. Ich brauche einen Schlüssel von dem. Alles klar. Und wenn ich den Schlüssel. Ja, okay, wenn ich dir den Schlüssel bringe, besorgst du mir eine Knarre. Dann besorg ich dir eine Knarre. Alles klar, machen wir Deal so, Bro. Dabei, Bruder, machen wir so. Alles klar, ich muss los. Okay, Leute, ich muss wieder hoch. Oh mein Gott, da steht hier einer. Sind Sie das, Herr Schmalspur? Schmalspur. Ja, ich muss nochmal zum Direktor, der hat ein Angebot für mich. Ich muss mit ihm mal was bequatschen. Okay, ich hab dir etwas gehört. Kommen Sie mit. Ja. Leute, jetzt dadurch, dass ich eh den ausrauben gehe, kann ich mich auch an Schmalspur richten. Oha, Herr Schmalspur. Was ist denn das hier für ein Büro? Gang. Nicht rennen auf dem Gang. Okay, du willst wohl wieder eine Abreibung haben. Weißt du was? Hier! Naja, da hast du es wohl, ne? Da hat sich das wohl erledigt, mein Freund. Oh, Leute, ich würde mal sagen... wisst ihr was? Ich kann ja seine Dings holen. Einen Schlagstock. Perfekt. So, Herr Direktor, mal gucken, wie wir beide uns hier anfreunden werden. So, Leute, jetzt gehen wir hier rein. So, und... Herr Direktor! Ich wusste, du wirst dich noch anders entscheiden. Ja, und zwar habe ich jetzt eine andere Entscheidung. Herr mit dem Schlüssel. Ich dachte, ob ich spaßen würde, hä? Eine Sache hast du vergessen. Und die wäre? Ich habe schon den Geheimalarm unter dem Tisch ausgelöst. Nein! Weißt du was? Scheiß auf dich! Puh. Wo ist der Schlüssel, Leute? Wo ist der Schlüssel? Oh, ich hab den Schlüssel. Alle Einheiten ins Direktorbüro. Nein, ich muss schnell. Feindlicher Zugriff. Gefängnis auf. Nein, ich muss hier weg. Wo ist dieser Typ von Twan? Der muss mir unbedingt jetzt die Knarre geben. Oh, ey. Scheiße, Mann. Gib Waffe. Hier ist Schlüssel. Hier. Okay, alles klar, komm mit. Okay, jetzt. Geh weg. Hab nix. Oh. Oh mein Gott, der hat eine richtig kranke Waffe. Oh. Hier oben. Nein. Oh mein Gott, wie viele einfach hier sind. Digga, pass auf. Komm weg mit dir. Die schießen von überall, Leute. Pass auf, Bruder, rechts oben. Ja, ich hab hier eine Waffe. Boah, ich hab die Waffe von dem. So, raus jetzt hier. Und da oben, Leute, oben. Komm weg mit dem. Und da oben noch. Okay, Leute, da hinten geht's raus. Das weiß ich. Oh mein Gott, Leute. Scheiße. Hey, wie ist dein Name überhaupt? Slavik, Bruder. Slavik, Digga, oh mein Gott. Ach komm, also. komm. Okay, Leute, wir müssen hier unbedingt raus, Auto knacken. Komm mit, Bro. Wie glücklich kann ich sein, dass er mit mir ausbricht? Oh shit, Digga, okay, Helikopter, komm, die meint's ernst. Okay, direkt hier ist gleich irgendwo einer. Hier. Oh, Helikopter. Und. Ich muss die Leute da rausschießen. Oh mein Gott. Komm, hier rein. Slavik. Ich komme. Komm hier rein. Oh mein Gott, wir müssen weg. Ja. Oh mein Gott, Leute, wir haben einfach 5 Sterne. Oh mein Gott. Hier links. Oh mein Gott, das sind Leute, das sind Gegner. Bam! Oh mein Gott, wir müssen wegkommen. Hast du eigentlich, Digga, wofür sitzt du eigentlich im Knast? Scheiße, 5-facher Mord.
Twans Auftragsgeber. Boah, du bist der Privatkiller von Twan? Ja, der hat mir früher Aufträge gegeben und ich habe mich drum gekümmert. Boah. Scheiße, es war einmal ein falscher Auftrag. Okay, krass. Ich glaube, da wird Twan froh sein, dass ich dich dann rausgebracht habe. Warte, Bro, wir müssen hier Auto wechseln. Ich glaube, ich habe die ein bisschen abgehangen. Jetzt hier noch Auto wechseln, dann haben wir es geschafft. Ja. Okay, wir parken das Auto hier. Ich kümmere mich um ein neues Auto. Alles klar, Digga. Ja, kümmere dich um ein Auto. Ich warte hier. Oh mein Gott, Leute, ey, wir haben es auch raus aus dem Knast. Polizei ist auch nicht hinter uns. Und Slavik holt uns jetzt ein Auto, Leute. Mal gucken, was draus wird, Leute. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst jetzt ein Like da, Leute. Kommentiert. Haben wir das richtig gemacht? Da hätte ich Fußwissen annehmen sollen. Abonniert den Channel nicht dazu verpassen. Checkt Slavik, aka Jarosa aus. Checkt iCrimex aus in der Videobeschreibung. Das war's gewesen, euer Amir. Ciao.